So, willkommen zum ersten Teil der Videoreihe Anonymer und sicherer Datentausch. Vorneweg, Datentausch heißt nicht nur, dass wir zum Beispiel Filme oder MP3-Dateien austauschen, sondern es bedeutet auch zum Beispiel eine Website anzusurfen, denn dort werden ja auch Daten getauscht. Wir bekommen ja die Website auf unseren Computer geladen, sonst hätten wir sie ja gar nicht zu Gesicht bekommen. So, und um dieses Thema ein bisschen aufzubereiten, hier eine Gliederung. Wir schauen uns die Übertragungswege an von Daten, die Speicherung und zu guter Letzt die Anonymität. Übertragung heißt, wenn ich also Daten übertrage, sind die dann verschlüsselt oder kann die jeder mitlesen? Speicherung heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Dropbox, ich möchte etwas speichern. Wie schaut's aus? Kann da jemand drauf zugreifen? Hat Dropbox da Zugriff drauf? Oder Microsoft, wir haben SkyDrive, haben die Zugriff drauf? Und natürlich die Anonymität, kann für den einen oder anderen wichtig sein, wenn ich Daten tausche, dass ich gar nicht ermittelt werden kann, wer da Daten tauscht. Okay, wir kommen jetzt mal zum Punkt Übertragung. Das schneidet dann natürlich auch immer die Themenbereiche Anonymität, aber wir wollen erstmal sicherstellen, dass die Übertragungswege gesichert sind. Und zum Beispiel passiert das natürlich bei Banken, die benutzen SSL, auch wie Tor, also wie Onion Router, ausgeschrieben. Auf das gehen wir dann noch näher ein, deshalb ist es hier grün geschrieben. Dann gibt es noch PGP, da kann man die Programme RetroShare in Enigmail nennen und Off the Record bei dem Instant Messenger Pidgin. Die grün markierten Programme schauen wir uns dann in der Praxis noch genauer an. Wir besprechen jetzt auch erstmal die Theorie von The Onion Router und wie der Übertragungswege verschlüsselt und gleichzeitig auch noch anonymisiert. Also das ist das genau, was ich gemeint habe. Bei The Onion Router spielt auch Anonymisierung eine Rolle und bei Banken spielt es eben keine Rolle. Die wollen natürlich wissen, welcher Kunde sich da gerade einloggt. Also gehen wir mal zum nächsten Schritt. Und zwar Tor. Also wie funktioniert Tor? Ja, ich habe jetzt hier eine kleine Skizze gemacht. Rechts oben, das ist der Benutzer, also das sind wir quasi. Links oben, das ist die Website, die wir ansurfen wollen. Und die drei Computer unten am Rand, das sind die verschiedenen Tor-Server. So, wie funktioniert es jetzt, wenn ich eine Webseite mit Tor anschauen will? Ich benutze natürlich ganz normal den Firefox und dort habe ich das Plugin Tor und habe auf dem Computer auch das Programm von Tor installiert, das dann eben diese Verschlüsselung und Anonymität einrichtet. Und wir schauen uns an, wie das genau funktioniert. Also der erste Schritt ist natürlich, ich muss irgendeine Anfrage senden und die sende ich an einen Tor-Server. Das soll hier der grüne Pfeil symbolisieren. Wenn ich normal eine Website ansurfen würde, würde ich halt die Anfrage direkt an die Website schicken und die würde mir die Inhalte zurückschicken. Aber da wir ja hier ein bisschen anonym und verschlüsselt sein wollen, funktioniert das hier eben ein bisschen anders. Also ich schicke die Anfrage im grünen Pfeil los und dieser erste Tor-Server, der kennt natürlich mich, weil er hat es ja von mir bekommen und er weiß auch, an wen er diese Nachricht schicken muss, nämlich an diesen Tor-Server Nummer 2 hier. Das heißt, er kennt Vorgänger und Nachfolger. Also könnten wir jetzt denken, so anonym ist es gar nicht, aber schauen wir mal weiter. Also dann bekommt es hier der zweite Tor-Server, der kennt auch seinen Vorgänger und er kennt seinen Nachfolger. Das bedeutet jetzt wiederum, der weiß schon gar nicht mehr, dass ich die Nachricht geschickt habe. Also jetzt habe ich schon eine gewisse Anonymität erreicht. Aber weil diese Server eben auch von Geheimdiensten betrieben werden können, benutzt man bei Tor immer drei Server, um eben eine höchstmögliche Anonymität zu gewährleisten. Es muss nur ein Server nicht vom Geheimdienst betrieben sein und man wäre ausreichend anonym. Und der schickt es dann eben auch an den nächsten weiter, der kennt auch nur den Vorgänger und er weiß dann, welche Webseite er ansurfen muss. Und dieser letzte Tor-Server, der trägt dann auch den Namen Exit Node. So, er ruft dann eben die Informationen von der Website ab und der rote Pfeil ist dann der Weg der Webseite zurück auf meinen Computer. Und das funktioniert genauso, also immer nur der Vorgänger und Nachfolger ist bekannt. Es weiß also niemand wirklich, von wem und an wen dieses Datenpaket geschickt wird. Zum Beispiel schauen wir uns mal hier den in der Mitte an. Der weiß zwar, es kommt von irgendeinem Tor-Server und er weiß auch, es geht wieder an irgendeinen Tor-Server, aber der hat keine Ahnung, was für Daten da drin sind und er hat keine Ahnung, an wen sie gehen. Und er hat keine Ahnung, was für Daten da drin sind. Genau das ist dann die SSL-Verschlüsselung. Diese Pakete werden nämlich verschlüsselt und geben immer nur einen Teil der Information preis, also an wen und von wem. Und am Ende eben wird die Information preisgegeben, an welchen Nutzer das geschickt wird. Aber der Inhalt des Pakets, der ist diesem Computer oder beziehungsweise diesem Server auch noch nicht bekannt, der wird erst hier auf meinem
Laptop oder beziehungsweise auf meinem Heimcomputer entschlüsselt. Also damit hat man Übertragungssicherheit, weil eben die SSL-Verschlüsselung zum Einsatz kommt und man hat eben auch eine gewisse Anonymität mit Tor. Jetzt kommen wir zum Praxisteil von Tor. Und zwar surft ihr die Seite torprotect.org an. Link findet ihr in der Beschreibung und könnt eben hier mit einem Klick auf der unter Tor herunterladen und kommt dann in der Regel zu der Version, die eurem Betriebssystem entspricht. Bei mir ist es Windows und hier kann ich dann auch die Sprache einstellen. Ich habe natürlich mal Deutsch genommen und kann dann dieses Browser-Bundle herunterladen und bekomme dann hier diese Datei torbrowser2.2372.de. Also wenn ihr vielleicht später das herunterladet, kann sich da die Versionsnummer schon geändert haben. Ich habe es schon mal extrahiert. Das könnt ihr einfach mit einem Doppelklick auf diese Exe tun. Könnt ein Verzeichnis anlegen, wohin ihr die Datei haben möchtet. Und das Tolle daran ist, ich muss jetzt gar nichts weiter machen. Also Tor ist jetzt portable installiert, das heißt, es gibt keine Registry-Einträge. Ich kann diesen Ordner überall hin verschieben und ausführen. Und es ist auch wirklich sehr komfortabel gemacht, denn ich habe hier diese Exe, Start Tor Browser Exe, was wir auch gleich machen. Und da passiert jetzt Folgendes. Das eigentliche Tor-Programm wird gestartet. Es wird eine Verbindung in das Tor-Netzwerk eben aufgebaut. Das werden wir gleich sehen. Und danach startet sich der Firefox Portable startet sich dann. Und der kann parallel zu meinem normalen Browser, also auch wenn ich Firefox benutze, kann ich den parallel benutzen. So, jetzt geht die Verbindung zu Tor los. Das dauert immer einen kleinen Moment und wenn es dann geklappt hat, bekommen wir eine grüne Zwiebel angezeigt. Das schneide ich natürlich raus jetzt und wir sehen uns... Nein, schneide ich nicht raus. Sind wir schon fast fertig. Okay, dann warten wir noch ab. So, jetzt ist die Verbindung hergestellt. Zwiebel ist wie versprochen grün. Und das nächste, was jetzt passiert, funktioniert auch alles automatisch. Firefox Portable wird gestartet. So, da hat sich geöffnet. Und jetzt dazu zu diesem Firefox noch ein paar Anmerkungen. Also der große Vorteil ist, ich kann diesen Firefox parallel zu meinem normalen Firefox laufen lassen. Das heißt, mit diesem Firefox bin ich dann anonym und verschlüsselt eben. Und mit dem regulären Firefox bin ich es nicht. Also da kann ich wie gewohnt im Netz herumsurfen. Hier bekomme ich auch schon meine IP angezeigt und ja, grün heißt, alles hat geklappt. So, dieser Firefox hat ein paar Extras, die schauen wir uns hier mal an, und zwar unter Add-ons. Also, erstens mal ist HTTPS Everywhere aktiviert, das heißt, Seiten, die ich anserve, die HTTPS unterstützen, werden auch quasi dazu gezwungen, mehr oder weniger die Verschlüsselungen aufzubauen, was vielleicht mit einem normalen Server nicht immer der Fall ist. Das ist recht komfortabel, weil es eben automatisch passiert. Dann ist NoScript installiert. Dieses Programm ermöglicht mir eben zu verhindern, dass Skripte, also zum Beispiel JavaScript oder auch Flash, ausgeführt wird. Das ist relativ wichtig, denn solche Skripte können quasi auch ohne Tor eine Verbindung aufbauen und dann wäre meine reale IP eben sichtbar. Und der Tor-Button, der kann eben direkt hier oben, sehen wir ihn schon, kann die Tor-Verschlüsselung aktivieren oder deaktivieren. Und hier haben wir NoScript. Also wir gehen erstmal auf eine Seite. Was bietet sich denn an? Wir können auf youtube.de gehen. Beziehungsweise kommen, aber wir werden ja weitergeleitet. Das dauert natürlich jetzt, weil wie gesagt, es werden mindestens drei Rechner zwischengeschaltet. Wir haben natürlich den nicht installiert, den Flash Player. Und wir können hier mal gehen auf Skripte allgemein verbieten. So, und jetzt können wir hier einzelne Skripte erlauben, denen wir halt eben vertrauen. Aber immer ist Vorsicht geboten, denn diese Skripte können möglicherweise die IP in Klartext übertragen und nicht über die drei Tor-Server. Okay, und jetzt um zu überprüfen, ob wir auch anonym sind, gehen wir mal mit diesem Firefox auf wiestmeinip.de.
Und das gleiche machen wir mit dem regulären Firefox, den wir installiert haben. Und wir sehen schon, hier sind wir also nicht anonym. Kabel Deutschland wurde erkannt, dass wir also Kunde bei Kabel Deutschland sind und das ist unsere tatsächliche Kabel Deutschland IP. Jetzt gehen wir mal zurück auf den Tor-Browser und hier sehen wir schon, United Kingdom wird erkannt und eine andere IP als in dem anderen Firefox. Das heißt, wir sind jetzt hier tatsächlich mit Tor im Netzwerk und sind auch anonym.